Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in einem Video. Es geht wieder los. Wir basteln wieder am Auto und das ist diesmal wirklich basteln. Aber es gibt nichts Richtiges für unser Auto, für den F30 335. Außer ein Übersee. Ich blende euch mal hier so ein Bild ein, wie das noch aussehen kann. Ja, das ist aus auch so ein Carbon-Glasfaserzeug. Kostet aber wie gesagt 180 Tacken. Dennoch Verschiffungskosten, denn können auch Steuern raufkommen. Brutal teuer. Deswegen habe ich das hier. Und ihr denkt euch, ja, Plastik sieht jetzt nicht so geil aus. Richtig, wird noch foliert mit unserer Carbonfolie, die ja wirklich sehr nah an echtes Carbon kommt. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal kurz am Auto an. Dann zeige ich euch, wo das Ganze hinkommt. Aber wir werden das nicht so lassen. Ich habe nämlich zwei Ideen. Die erste Idee ist, dieser Steg, den ihr hier seht, den schmaler machen oder ganz wegmachen. Das heißt, wir haben ja hier eine Schnittkante drin, ja, dass praktisch das komplett einfach nur noch platt ist. Keine Kante oder beziehungsweise hier nichts aufbaut, was hier ist, sondern einfach nur plan ist. Und jetzt gehen wir noch kurz am Auto und dann zeige ich euch, wo das Ganze sitzen würde. So, Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich sehen und hören. Sitzen tut das Ganze nachher dort. Dort unten dran, an der Heckschussstange. Und damit das besser aussieht, würde ich das gerne, damit das nachher besser aussieht, würde ich das gerne, dass es hier so fluchtet, ja. Also praktisch genau mit der Kante soll das aufhören. Das Problem ist, wenn wir das so machen, sieht das im Rathaus so aus. So sieht das Ganze denn im Rathaus aus. Das heißt, es steht halt gut über. Und wir wollen es nicht, dass es da übersteht. Das sieht scheiße aus. Wenn wir das natürlich jetzt so platt machen, also praktisch, dass man nur von oben, ja, quasi wenn das hier so dran wäre, nur von oben so eine platte Sichtkante hätte, wie es auch beim Seitenschweller wäre. Also wie es auch hier ist. Dann könnten wir das auch einfach hinten kürzen, das ganze Bauteil, und dann könnten wir es optimal anpassen. Wenn wir ein bisschen Steg stehen lassen wollen davon, ja, ein paar Zentimeter, damit es ein bisschen dicker aufbaut, dann können wir es natürlich nicht hinten abschneiden, weil es komisch aussehen würde. Und das ist jetzt die Frage, was wir machen. Wir tüfteln jetzt ein bisschen. Ich halte euch auf dem Laufenden, welches Ergebnis wir bekommen haben oder was wir machen. Aber meine Idee ist eigentlich schon, es komplett platt abzuschneiden, dass wir nur die Sichtkante von oben haben, weil das sieht dann eindeutig cooler aus, anstatt wenn nochmal so was Dickes aufbaut, weil vorne ist er ja tiefer durch die dicke Spoilerlippe, durch die Variable Spoiler. Der Seitenschweller ist ja relativ plan, sage ich jetzt mal. Wenn wir hinten wieder ein dickes Bauteil machen, dann macht er quasi das Auto so einen Bogen wie eine Banane. Sieht natürlich scheiße aus. Hinten lassen wir es auch platt hochgehen. Sieht, glaube ich, tausendmal geiler aus. Und deswegen, wir fangen jetzt an zu tüfteln und zu sägen. Und ich nehme euch einfach bei ein paar Arbeitsschritten mit. So, das ist unsere Idee. Wir haben ein bisschen getüftet. Das ist eine Oberfräse. Oberfräse, also fast eine Land, eine Oberfräse. Hier haben wir einen Anschlag gemacht. Dieser Anschlag soll dafür sorgen, dass wenn wir das Bauteil, da müssen wir natürlich gucken, also, oh, dass wenn wir das Bauteil hier so rüberschieben, bis zum Anschlag, er genau von dieser dicken Kante erstmal 1 Zentimeter wegfräst. Ihr seht, dadurch, dass es hier alles ein bisschen gebogen ist, das könnte alles ein bisschen kriminell werden. Also das Sinnvollste ist, wenn ihr eine Möglichkeit habt, natürlich hier einen schönen, saftigen, geraden Schnitt lang zu ziehen. Wir probieren es jetzt erstmal damit. Wie gesagt, wir tüfteln. Wie gesagt, wenn ihr das selbst machen solltet, nehmt immer die Nicht-Sichtseite. So, und wir probieren es jetzt aus und wir zeigen euch dann gleich mal das erste Ergebnis und dann, ja. Weinen wir zusammen. Genau. Freunde, das erste Bauteil ist quasi fertig. Ja. Chirurgische Präzisionsarbeit wurde hier an den Tag gelegt. Ja, genau das richtige Wort. Mir hilft gerade der gute alte Fritz, ja, der selbstständig als Metall spielt. Also wenn ihr auch mit Metall was haben wollt, was Spezielles. Ja, kommt nicht zu mir. Kommt zu ihm. Er ist wirklich schon krass gut. Wir zeigen euch jetzt an dem anderen Bauteil Schritt für Schritt, wie wir das Ganze gemacht haben. Und dann zeigt er seine chirurgische Präzision. Nee, wird schon gut gehen. Nee, ich filme ihn nicht dabei, ja, weil das bei der Schnitt, der hier, der muss halt wirklich echt sauber sein und da will ich ihn nicht weiter unter Druck setzen, weil da darf man wirklich keinen Fehler machen. Ist nicht ganz so einfach, aber das Ergebnis jetzt ist tausendmal besser, weil es baut nicht mehr so dick auf. Das Ganze wird nur noch foliert und wird dann, glaube ich, echt gut aussehen. Genau, wir können mal den Unterschied. Jetzt seht ihr den Unterschied von den beiden Bauteilen. Also das ist schon enorm. Und jetzt machen wir das nächste. Also wir machen das so, ich erkläre euch das kurz. Wir spannen das Bauteil an. Nee, andersrum. Er reißt es an mit einem Anreißdorn. Das können wir hier kurz mal hier quasi so.
Genau. Damit reißt er das an auf 8 mm. 8 ja. mm, genau. Also praktisch 8 mm lassen wir stehen. Und dann spannen wir das Ganze ein. Und dann schneidet er praktisch mit einer Trennscheibe, die aber extra für auch Kunststoff gedacht ist. Ja, also keine normale Trennscheibe verwenden, da gibt es extra welche. Damit schneidet er dann praktisch per Hand mit seinem Präzisionsauge an der Linie entlang. Danach kommt es noch auf den Bandschleifer, wird schön geschliffen und dann war's das Ganze. So machen wir das Ganze ein bisschen, ich sag jetzt mal, besser oder schöner, beziehungsweise holen ein bisschen Material runter. Ihr könnt natürlich auch andere Ideen nutzen, wie ihr Material runterholt. So machen wir das jetzt. Und der Einbau und Anbau kommt dann erst später, aber da muss ich mir auch nochmal Gedanken machen, weil ich will eigentlich die Originalverschraubungen nutzen und 3M-Klebeband. Das mache ich aber nicht mehr heute, weil erstens dunkel und zweitens nass und feucht. Und da nehme ich euch dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit. Also nicht wundern, wenn ich dann andere Klamotten anhabe. Und wir sehen uns dann gleich, wenn beide fertig sind, dann zeige ich es euch nochmal in einer Nahaufnahme. Wenn ihr die Bauteile haben wollt, verlinke ich euch die gerne, ja, in den Kommentaren. Dann könnt ihr euch die auch holen. Kosten, glaube ich, ein 70er. Auch ganz schön teuer für Plastik. Aber halt, wie gesagt, keine 180 Euro und machen auch was her. Und das Gute ist, diese Teile haben eine Materialgutacht bzw. ein ABE oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall so ein roten Schniebelzeug dazu. Also das ist, kann man eintragen. Es ist nicht illegal. Und das ist natürlich wichtig für uns. So, und wir machen jetzt weiter. Ja, macht schon wieder zu lange Pause hier. Nach dem Schneiden und nach dem Geradeschleifen bleiben wir mal natürlich von diesem Plastik so Kanten. Und dafür nehmen wir dieses hier. Das ist ein Holzbeitel. Stechbeitel. Stechbeitel. Danke, ey. Wenn er nicht da wäre, ich würde euch hier falsche Begriffe nennen. Ein Stechbeitel. Dieser macht sich aber wirklich sehr gut, um über die Schnittkanten nochmal rüber zu gehen. Und diesen, sag jetzt mal, diesen Grat, der da entstanden ist. Und dieses Plastik, Sparen, Zeug und so weiter beschneien, einfach sauber zu machen, die Kanten, damit, wenn wir es nachher folieren, auch sauber sich folieren lässt. Also, kleiner Tipp, noch mit diesem Gerät hier. So, wir gehen jetzt mal gleich ans Fahrzeug, wenn wir beide haben, denn ich habe euch ja gezeigt, dass ich gern möchte, dass die spitze Kante direkt hinten abschließt. Das heißt, hier würde ja dann praktisch was überstehen, was ins Radhaus gucken würde. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen passen wir das jetzt an und dann werden wir hier einfach was wegschneiden. Ich sag mal, ist dann halt offen, sieht vielleicht, obwohl eigentlich sieht es nicht scheiße aus. Dadurch, dass es nämlich nicht mehr so dick aufbaut, kann man hier ruhig problemlos das einfach gerade abschneiden. Das passiert nichts. Und dann sieht es auch von hinten perfekt aus, von der Seite perfekt und im Radhaus blockiert es nicht das Rad oder irgendwelche Sachen. Also richtig geil. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns denn zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir die Dinger foliert anbauen. Bis denn. Ja, Freunde, für euch war es jetzt nur ein ganz kleiner Cut. Für mich waren jetzt zigtausend Zillionen Tage dazwischen. Eben gerade haben wir quasi noch das Bauteil zurechtgeschnitten. Jetzt habe ich das Ganze schon foliert. Ich habe es bei und wir werden in eine Werkstatt fahren und das Ganze anbauen. Und dann werde ich euch noch ein paar Tricks zeigen, wie wir das Ganze machen, denn ich möchte natürlich, dass das Bauteil mit der Originalverschraubung mit verschraubt wird, das ist mir schon mal wichtig. Und vor allen Dingen, dass natürlich die Heckschussstange auch wieder demontierbar ist, wenn das Teil angebaut ist. Das wird unser Problem sein und die Lösung werden wir dann dazu finden. So, Freunde, ich bin jetzt in der Werkstatt angekommen. Ich habe hier auch das Bauteil schön Carbon foliert. Und ihr wisst ja, um welche Stelle es geht. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Hier, um diese Stelle geht's, ne? Und das Bauteil ist ein bisschen anders gedacht, als ich es jetzt verwenden werde. Denn ihr könnt sehen, bei dem Bauteil habt ihr hier so zwei Aussparungen. Und diese zwei Aussparungen sind eigentlich gedacht, damit die Schraube, ihr sehen könnt, und die Schraube frei bleibt. Damit man das praktisch ankleben kann an den Stoßfänger und die Schrauben bleiben frei, um es zu lösen. So, das Problem ist, das zeige ich euch jetzt, wenn das Bauteil an diesen Punkten sitzt von der Schraube, praktisch um die frei zu lassen, dann steht das, ja, ob man das sehen kann, ziemlich weit hinten über die Kante rüber. So, und so möchte ich das nicht. Ich will, dass es praktisch bündig schließt, quasi eher so. Ja. Und dementsprechend habe ich das auch auf der Seite hier ein bisschen gekürzt, das ist hier kürzer, sieht man glaube ich. Und wir werden das Ganze jetzt ankleben. Das Gute ist, anscheinend nur mit 3M-Klebeband, habe ich bei. Kleben wir das Ganze fest, fixieren das mit Panzertape und lassen es jetzt einfach, während ich noch was anderes mache, ein paar Stunden dran kleben. Und dann sollte das Ganze auch gut halten und auch besser aussehen. Seid gespannt, ich zeige euch das gleich mal. Ich klebe das Ganze an,
ist jetzt kein Hexenwerk, 3M-Klebeband ran. Ich mache das 3M-Klebeband aber hier an die Stoßfänger ran praktisch und dann drücke ich den ran in die Position, wie er soll. Rangebaut. Ich habe die unten noch mal ein bisschen angepasst. Wir konnten ja, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich die Originalverschraubung nutzen. Das ist ja nun nicht möglich. Die Teile sind anders gebaut und gedacht gewesen. Jedoch habe ich jetzt ein bisschen was noch weiter ausgeschnitten von unten. Ich hoffe, man das sehen kann. Ja, eher schwer. Aber wir haben sie jetzt rangemacht mit 3M-Klebeband. Anders werden sie nicht befestigt. Einmal fixiert. Und jetzt warten wir einfach ein bisschen ab. Dann machen wir die ab und dann hoffen wir einfach, dass sie dranbleiben und uns nicht während der Fahrt abfliegen. Wenn ja, ist es ärgerlich, dann passiert's. Aber es sollte eigentlich nicht. 3M-Band ist ja echt, also wie gesagt, ein originales 3M-Band auch nutzen. Das hält so bombenfest, also von daher gar kein Thema. Ja, Freunde, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es dran lasse, ob es mir hundertprozentig gefällt. Ob sie dran bleiben, aber sie sind relativ, wirklich sehr fest mit dem 3M-Band. Das kann man so auf jeden Fall machen. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen, dass die abfliegen. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in einem neuen Teil. Mal gucken, was wir denn machen. Stylish-mäßig muss ich echt sagen, bin ich jetzt langsam fertig. Das war noch sowas, was mir mal ein Dorn im Auge war. Wir werden auf jeden Fall noch die LCI-Rückleuchten reinbauen. Das ist klar, will ich auf jeden Fall noch haben. Das wird aber erst im nächsten Jahr kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und sonst was? Einfach was? Es wird zwar nochmal ein Felgen- und ein Fohlen-Update kommen, aber nicht nächstes Jahr, erst darauf wahrscheinlich, muss ich mal schauen. So langsam sind wir echt am Ende mit dem Auto. Was habt ihr noch für Ideen? Was sagt ihr noch, was noch cool wäre, was man noch machen müsste? Und nein, ich werde mir keine M-Design-Spiegelkappen ranbauen oder sowas. Macht euch mal ausgefallene Ideen so und nicht dieses Typische, was würdet ihr noch verändern? Es kommt noch eine technische Änderung, kommt auf jeden Fall auch noch dazu. Zwei technische Änderungen sogar nochmal, eine Verbesserung. Aber sonst sind wir langsam, glaube ich, echt am Ende mit dem Auto. Aber reicht ja auch. Hier ist ja weitaus mehr gemacht worden als Felgen, Farbe, Folie. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part und dann eine kleine Überraschung, was wir denn machen. Wir sehen uns, bis dann.